wieder in die Zeitebene zurück, wa? Aber in die vergangene. Ah, jetzt sind wir hier. Rocco ist weg. Und hier gibt es ein Portal. Wir können aber hier nichts machen. Dann müssen wir wieder hier hoch, hä? Goal? Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Also das führt doch zu nichts. Wir drehen uns hier nur im Kreis. Wir müssen ja hier rüber. Jetzt sind wir wieder in Elysium. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Immer noch derselbe Text. Gucken wir mal, haben wir hier vielleicht noch andere Potenziale? Nichts Neues zu erkennen. Aber mehr können wir hier auch nicht machen. Bonnie ist aufgehalten, Elysium ist wieder okay. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Wo kommt die Leiter her? Ach, hier sind die Schmidtstreiter. Wie sieht's denn hier aus? Noch bevor es eine Wüste wurde. Gold? Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Okay, also wir gucken mal, was wir hier noch für Anomalien sehen. Irgendwie habe ich einen Soundbug. Aha, ich höre die ganze Zeit Portale. Potenzial. Ach, da hinten. Wie kommen wir da hoch? Können wir das überhaupt abschießen? Das du sieht so weit weg aus. Was ist los? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Das jetzt. Naja, ob das vielleicht ja, alles noch einen Haken hat, was wir hier machen. So viele Portale öffnen, ist es nämlich nicht so schlau. Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert. Aber um die ganzen Portale zu schließen, müssen wir den Urheber beenden. Das heißt, wir müssen wirklich nach Kuba. Zum Stadtkern. Ich hoffe, hier passiert nichts Schlimmes. Ich habe so die Befürchtung, dass immer irgendwas passiert. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen, Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bitt's wohl. Wir wohnen schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit. Alter. Das bedeutet Krieg. Oh, cool. Uff. Da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Was machen die da drinnen? Rita und Rocco. Schau mal, Goal. Es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Wie können die ohne Schlüssel wegfahren? Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Ah! Mir ist gerade was durch den Kopf gegangen. Was ist hier los? Fuelog-Alarm! Alter! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Was? A-Team oder was? Das ist doch... Naja, die konnten ja die Originalstimme, Musik nicht nehmen. Okay, Tisch? Aha. Natürlich, ist klar. Lichtschalter. Das ist wie... Das ist wirklich wie beim A-Team. Alter, ich feiere das gerade so sehr. Genau. Ich hoffe, sie weiß, was sie da macht. Das sieht übrigens falsch aus. Reifen brauchen wir. Wir bauen jetzt einen riesen Truck. Die feilt weiter.
Na, Rufus muss jetzt mal ausruhen. Die alte Cole, die junge Cole, McCornickel und Rufus. Was ich übrigens sagen wollte, Rocco ist doch der Vorfahre von McCornickel. Und Rita ist die Mutter. Das heißt, wir quasi haben wir dafür gesorgt, dass er überhaupt geboren wird später. Beziehungsweise sein Vater geboren wird. So. Muffe, Tee. Und die Muffe. Und Rohr. So, das müssen wir noch aufsägen. Was macht ihr da? Was soll das alles? Hä? Was? Warte mal, wir haben noch einen Schweißbrenner. Ah, jetzt. Eine Knarre oder sowas gebaut. Rufus macht das Richtige von den ganzen hier. Der trinkt erstmal. Was zum Teufel? Es war klar. Es war klar, dass da jetzt nur bescheuerte Scheiße kommt. Die anderen arbeiten und er frisst erstmal. Okay. Okay. Ich denke mal, wir haben's, oder? Immer schön kauen, Rufus. Er hat eigentlich nur die Räder an die Braut. Nach rechts! Wir müssen nach rechts! Schrei mich nicht an! Ich kann hier unten kaum etwas sehen! Ja, darum sag ich's dir doch! Rechts! Rechts! Ah! Okay. Stopp! Hier muss es sein! Dann sieh zu! Wir zerlegen uns sonst noch! Nicht hetzen! Wieso gibt es überhaupt noch Fuel-Logs? Wo müssen wir denn hinschießen? Ich weiß es gar nicht. Schießen einfach. Verdammte Kiste. Ohne zu wissen, wo ich hinzielen muss, macht das keinen Sinn. Halt, wir haben die Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Sehr gut, wir haben ein Ziel. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Ich hoffe, das ist Kuwak. Was heißt denn hier? Uff. Nicht meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner! Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Am Econico können wir doch nicht zurücklassen. Aber wohin? Wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Naja, ich würde sagen, hier auf das Panzerteil springen und dann rüber. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Stage Diving! Ein Portal kommt selten allein. In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht, wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Alter, Leute, ich nehme hier schon Ewigkeiten auf, aber es ist gerade so spannend, ich will gar nicht aufhören. Ich weiß bestimmt, wer das daran rumkurbelt. Das kann nur der Elefant sein. Jetzt hör doch mal auf, Cole. Du hast schon deine Show gehabt. Okay. Die Zeitmaschine steht schon. Und ich fliege gerade weg. Jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ah, das Chronokar ist doch zerstört. Das kann doch keiner mehr benutzen. Aber die ganzen Leute sind da draußen. Die ganze Meute. Ja. Und jetzt volle Kraft voraus. Ja, wir gehen einfach mal zum Chronokar, weil wenn wir jetzt hier mit den ganzen Leuten reden würden, das würde nicht so gut ausgehen. Da sind sie doch. Fufnex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art
Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umuks längst zurückgebracht. Klingt logisch, aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umuks zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha! Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden? Ja. Das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umuks gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umuks wieder zurückbringt. Nein, 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 nein! Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo was? Moxo Poxo? Alles nur das nicht. Das klingt sehr pervers. Wir haben ja Verstärkungsglied, wir haben eine Kurbel und die Utopianer. Alles klar. Also wir dürfen gar nicht nach Utopia reisen. Also Elysium darf gar nicht losfliegen. Scheiße, da weiß man gar nicht, welche Zeit man haben soll. Du nimmst das Verstärkungslied. Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Jetzt haben wir einen Steckplatz. Für was? Utopianer? Needlebot. Da müsste doch das Drosselglied drin noch drin sein, oder? Ah, den kriegen wir doch nie wieder raus. So hieß es hier zumindest. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Oh Gott. Goal. Weißt du eigentlich, was du tust? Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann. Chaka. Chaka. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was wir versuchen werden. Verdammte Kiste! Das Drosselglied. Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Oh, da war der ganze... Danke, Poki. Ich habe extra das Drosselglied und alles nehmen müssen und gewinnen müssen nach diesem Dartpfeil-Akt. Und dann war es einfach hier in einer Ersatzteil-Schublade. Danke, das war wieder ein richtiger Schlag in die Eier. Das war wirklich super, danke. Steckplatz. Wenn wir jetzt das Drosselglied einsetzen, kehrt er... Das ist ja kein Umkehrer. Drosselglied, der drosselt das ja. Was passiert denn da? Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Es dürfte ja nicht die Zeit komplett zurücksetzen. Ich bin gespannt, was passiert. Nicht, dass es alles, komplett alles wieder zurücksetzt. Ich habe Angst. So, fertig. Na endlich. Jetzt wird alles so bleiben wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau, aufgepasst.
Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Okay, also wir wissen jetzt, wo sie sind. Wir gehen mal die andere Richtung. Oh, sind wir schon wieder hier. So, raus. Oh, schon wieder diese Aktion. Ah, scheiße, wir hätten das aufhalten müssen. Ah, verdammt. Okay, nochmal derselbe. Wer weiß, wie oft... Nicht ob... Klingt ja. Sorry. Halt! Ihr wisst ja... Jetzt müssen wir das auch nochmal alles machen. Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Nein, und das werde ich auch nicht, wenn ihr weiterhin nur Fufnu mit dem Knüxpox anstellt. Glaubt mir, wir haben das alles schon mal durchgekaut. Ihr solltet mich das lieber deichseln lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns... Ja, dann ich hab's ja ver... Ja, wir kennen das ja schon alles. Alles klar, also wir müssen einfach nur das, wir müssen uns was selbst aufhalten. Da? So, jetzt habe ich das mal übersprungen. Jetzt müssen wir nochmal das Ersatzteil holen von unser Nilbot. Verdammte... Unser Chillbot. So, Drosselglied. Und dann müssen wir das Drosselglied einsetzen und dann müsstest du es uns wieder zurückbringen. Und dann müssen wir uns selbst aufhalten. Alter, es ist so heftig, aber langsam kommt alles wieder ins Reine. Hoffentlich hat das Weil noch haben wir die Zeit nicht komplett. So, fertig. Na, jetzt. Wie es auch. Ja, los. Dreh zurück. Und Wiku. Alter. Wo sind wir? Ja. Wir müssen. Okay. Da ist das Schiff. Jetzt müssen wir uns selbst aufhalten. Timepod. Komm, den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Das Mechanical und Ruf ist drin. Und jetzt volle Kraft voraus. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Naja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Ah, klasse. Es hat nicht funktioniert. Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? Macronicle? Schau mal, Goal. Es ist Macronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und der Ponia von Fulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein! Ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? So, Leute, jetzt haben wir eigentlich das Desaster komplett verhindert. Er ist nicht in Kuwak angekommen, wie geplant. Das heißt, der Timepod steht nicht da und niemand kann an der Kurbel ziehen. Wir haben eigentlich alles verhindert. Wir haben es wieder auf Anfang gesetzt. So, dann werden wir erstmal McConnickel beruhigen, weil der weint ja schon wie ein kleines Baby. Tja... Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Oh Gottchen. Verzeih mir, Vater! Was hat er denn jetzt gemacht? Ich komme zurück nach Hause! Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Ich werde ihn nicht vermissen. wir haben das Chronokar. Wir können damit so viele Sachen anstellen. Wir haben es geschafft.
McChronicle wird niemals in Kuvak eintreffen. Die Zukunft ist wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja, gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß schiefgehen sollte. Hoffen wir, dass du recht behältst. Naja, Goal ist schon hier. Vielleicht gibt's sie jetzt zweimal in dieser Zeit. Wir können jetzt nach Kuvak und wir können das Chronokar benutzen. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Tja, dann gehen wir mal nach Kuvak.